Telefon schellt. Geh mal ran. Das klingt wie in so einem Science-Fiction-Film. Ah! Mein Telefon! Was ist alles mit der Schnur los? Mein Arm wird auch da oben hochgezogen von der Schnur. Tja. Lass es mal flitschen. Telefonbowling. Agents Research. So. Er sagt, ich soll mein Passwort ändern. Wer sagt das? Twitch. Okay, ich konnte mein Passwort in das Passwort ändern, was ich hatte. Das macht Sinn. Ah. Ah, du tust schon mal irgendwas. Versuche Hallo zu schreiben. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Na, man kann erkennen, dass ich was schreiben wollte, oder? Damit. Der Stift klebt magnetisch an deiner Hand. Gibt es irgendwelche Sounds, die man hören müsste? Man hört momentan leise das Tü vom Telefon. Aber ich glaube nicht. Es ist wahrscheinlich einfacher für dich, das zu muten, oder? Ja. Ein Prittstift? Nein. Prittstift. Eine Uhr, okay, nein. So rum bringt das Muten nichts. Ich hab nicht gerade Prittstift gesagt und direkt darauf sagst du im mute lieber den Stream. Ja. Dann musst du mir Geräusche eher nachmachen. Ja, besser hörst du noch Plöck Plöck. Okay, erste Operation. Eine Herztransplantation. Fangen wir direkt mit was Einfachem an. Bist du ohnmächtig geworden? Meine Uhr. Verdammt. Ich will meine Ohrfeige verpassen. Kommen Sie zu sich. Aufwachen. Drück mal an der Herzmaschine den Off-Knopf. Eine Meinung, ich hätte getroffen, aber. Nee. Es geht nicht. Schade. Unrealistischer Simulator. Ups. Ja. Okay, als mein Assistenzarzt. Schau zuerst mal, ob du ihm die Maske abnehmen kannst. Die ist überflüssig. Das ist eine gute Idee. Ja. Wo ist der Patient hin? Oh mein Gott. Ach, Neo. Welcher Finger? Achievement! Was? Hast du eins bekommen? Ja, Flippin' the Bird. Wirst du jetzt auch wahrscheinlich sehen, oder? Mm-mm. Das siehst du nicht? Okay. Oh, der Lappen verschwindet. Okay, jetzt die Maske. Krieg sie nicht. Sie geht nicht ab. Schade. Okay, was muss ich jetzt machen? Ich hätte gesagt, als erstes
Als erste Amtshandlung musst du in seiner Nase rumpopeln, aber das scheint ja nicht zu gehen. Er hat eindeutig zu wenig Wasser im Brustkorb. Zu wenig Wasser im Brustkorb. Da kann man doch bestimmt was tun. Ich hab nur Soda. Ja, so, da tut's auch. Ah. Glaube, das ist sogar besser, so zu greifen. Ich habe ein wenig Angst davor, die Flasche auf, dass ich hier noch aufmachen muss. Ne? Auf die Säge brauchen wir noch. Ja, wie gesagt, ich habe sowas noch nie gemacht. Ich hoffe, das ist irgendein Tutorial. Also, wenn das jetzt ein Hammer wäre, wird das wahrscheinlich funktionieren. Aber die Flasche geht nicht auf. Ah, weg mit der Flasche. Okay, ganz weg. Ja. Oh, da ist eine Lampe angegangen. Die blinkt die ganze Zeit so. Da drauf drücken. Das ist die Steuerung der Voyager. Da kann ich auch nicht drauf drücken. So. Wie man halt immer so operiert. Ja, nimm mal die Säge. Säge, 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 da. Ja, Ich bin übrigens so vier genau bis fünf so Se packt man eine Säge. Ich bin übrigens 4 bis 5 Sekunden Zeit verzögert. Einmal schön außenrum. Ups. Ah. Bin ich davon überzeugt, dass diese Säge sehr gut funktioniert. Zumindest nicht so, wie ich sie einsetze. Jetzt sollte ich sie noch mal anders greifen. Ah, hier geblieben Säge. Nein, meine Säge. Ah, ich glaube, sie liegt so gut. Nein! Das mit der Säge können wir wohl vergessen. Hier war noch eine Säge. Aber die hängt da doch noch. Ja, da komme ich aber nicht mehr so wirklich ran. Also dann die Elektrosäge. Das ist hier auch ganz weg. Erstmal komplett die Kaffeetasse weg. Jetzt ist sie ganz weg. Ich Ihnen einen Kaffee anbieten? Vorsicht, heiß. So. Oh. Oh, das ist schon angegangen. Ja, ich habe eine Rippe durchgesägt. Und seine Lunge. Verliert ganz schön viel Blut. Mimi, Mimi, Mimi. Hat er noch ein paar Liter? Nur wirklich noch genug? Ah, das Freshman Verloren, nicht wenn hier er ist. keins mehr hat? Ja. Gehe ich doch mal schwer von aus. Oder hast du irgendwo eine Möglichkeit für eine. Oh! Ich habe sie ihm ins Auge geworfen. So. Meinst du nicht, wir brauchen die Säge noch? So, ist doch alles klein. Wir haben noch einen Hammer. Meinst du kannst die Lunge einfach so rausreißen? Ja. Wie du siehst. Ah, ausgezeichnet. Nein! So viel dazu. Ja, das war nur die Leber.
Er verblutet. Ich habe das Gefühl, ich sollte etwas dagegen tun. Ist ein Blutkonserve? Ja, nimm das Herz raus. Da ist noch Zeug im Weg, das ich erstmal wegbohren muss. Du könntest auch den Hammer nehmen. Ja. Ich nehme das da mal weg. Oh. Ich bin mir in die Nase gebohrt. Nimm Skalpell und schnibbel ein bisschen drin rum. Oder nimm gleich alle. Etwas durchtrennt. Ups. Jede Menge durchtrennt. Mal gucken, ob ich da jetzt was raus. Oh! Ja. Ne, also. Lief doch ganz gut. Oder was meinst du? Ich war gerade bei meinem Passwort-Tab. Hast du gewonnen? Ja. Ich habe eindeutig gewonnen. Noch ein Versuch. Es lief doch wunderbar. Ja. Ich denke, es ist besser, wenn er nichts davon ansehen muss. Jetzt rutscht das Ding durch seinen Kopf. Ja. Noch ein Versuch mit der Säge? Das ist gleich mit dem Elektro-Ding, aber sei vorsichtiger. Bau mal nicht Lungen und so an. Vorsichtiger. Eigentlich war ich doch sehr vorsichtig mit dem Ding. Meine Uhr! Was ist mit meiner Uhr? Die haben Schnappverschlüsse. Ah. Verliert er eigentlich... Warum steht auch die... Weil, ja. Hallo? Dich habe ich hier als Assistenzarzt. Muss ich eigentlich alles selbst machen? Hast du nichts in der Schule gelernt? Wo wird denn bitte das Blut hergeleitet im menschlichen Körper? Wenn nicht durch die Rippen. Dafür haben wir das ganze Zeug doch. Ja. Durch die Finger. Was meinst du, wenn man Nasenbluten kriegt, wenn man in der Nase popelt? Ja, und was ist in deinen Fingern? Knochen. Ups. Leg das mal hier hin. 20 Milliliter verliert er nur. Pro Sekunde. So. Höp. Alles raus einfach. Egal, weg damit. Nicht drum kümmern, wo es landet. Da hinten steht ein Mülleimer, oder? Oh, der ist zu. Das ist hier nicht. Hier einfach mal an diese. Ich glaube, die brauchen wir später noch. Meinst du? Ja. Du hast gesagt, weg damit. Jetzt kannst du ja an den Rand fallen lassen. Die fallen ja nicht vom Tisch. Jetzt ist zu spät. Komm raus. Ob ich die in dieses Glas kriege? Nein. Öffi, kriege ich jetzt Hunger auf Leber. So, der Bohrer war eine schlechte Idee vorhin. Ich jetzt mal mit der Säge dran? Oder wieder mit allen? Beppel. Oh, ich habe nur eins gegriffen. Ups. Ich habe
abgetrennt. Metal! Metal? Ja, dein Finger. Metal! Das ist die perfekte Skalpellhaltung. Ja. Besonders, weil ich nicht sehe, was ich schneide. Das Herz? Ich muss auf jeden Fall schon mal irgendwas anderes durchtrennen. Du musst oben noch ein bisschen rumwursteln. Ich will das dann noch durchmachen. Ups. Oben. Das wackelt schon so. Meinst du, ich hab das schon lose? Oh, es wird auch eng. Dafür bist du mein Assistent. Sowas musst du mir das sagen. Reiß das raus. Schnell raus damit, das andere rein. Wo ist denn das andere? In der Box rechts neben dir. Komm nicht in den Brustkorb. Ist irgendwo noch fest, oder? Der packt das andere schnell rein. Okay. Rechts neben dir. Das hat erschreckend gut funktioniert. Ah. Die Box aufzumachen. Du wirst es gleich sehen. Doppelherz. So, muss ich das da drin noch irgendwie festmachen? Nein. Ich werde es mit dem Akkuschrauber anbohren. Ich werde es mit dem Akkuschrauber festbohren. Oh nein. Gut, schon fertig. Leute, ich zeig noch ein paar Q-Tipps rein. Nein. Also wir haben uns eindeutig verbessert. Wir haben jetzt nur die Hälfte der Zeit gebraucht, um ihn umzubringen. Der erste Patient war irgendwie stabiler. Naja. Ja, aller guten Dinge sind drei, würde ich sagen. Der verliert schon zu viel Blut. Hilfe! Warum geht das nicht ab? Geh ab. So. Ich bin überlegen, ob ich mir das auch kaufe. Der verliert schon so viel Blut, wenn ich da mit der Säge dran gehe. Dabei war ich ganz vorsichtig. Der Bucher war bisher immer total super, ne? Hast du den Hammer eigentlich schon mal versucht? Nein. Ein kräftiger Schlag in der Mitte. Er verliert ganz schön viel Blut dafür, dass ich ihn nur so ein bisschen über den Brustkorb bohre, oder? Oh, ich wollte gerade sagen, ich habe noch nirgendwo in die Organe gebohrt und dann war es so weit. Da, oh, schon wieder. Ich nehme die Lunge doch gleich sowieso raus. Warum ist das? Ist doch egal, ob ich da jetzt ein bisschen Löcher reinmache. Wenn ich ihm gleich die Luftröhre durchtrenne, ist er froh, wenn er Löcher in der Lunge hat, durch die er atmen kann. Auch wenn die Lunge dann auf dem OP-Boden liegt. Du bist schon bei 17 Milliliter pro Sekunde. So viel ein Rekord. Bestzeit! Ups. Oh. Ja, ich glaube, das reicht jetzt. Ich glaube, du kannst jetzt die Sachen rausholen. Oder nochmal kräftig rumrühren. Mit dem Hammer. Ja. Damit die Uhr ist schon wieder kaputt. Ey, der hat den Hammer weggeschmissen. Oh, ich habe einen Skalpell mit dem Hammer gepackt. Ein Multifunktionswerkzeug. Ich finde, wir sollten einführen, eine Operation ist nur gelungen, wenn man die Uhr am Ende im Patienten hat. Okay. 2 Minuten 15. Ah, das zählt ja jetzt nicht. Das war ja nur ein Test des Akkubohrers. Also, wollen wir doch nochmal einen richtigen Versuch starten. Das war vorher nur... Geh weg. Oh, das ist ja cool. Kannst du die Uhr lesen? Die Uhrzeit stimmt. Ja, Tatsache. Die Anzeigen da oben passen auch.
Tja, den Hammer hatten wir noch nicht, ne? Müssen wir weg mit diesem Glas. Ups. Das klappt tatsächlich ganz gut, ne? Hoch, hoch. Bisschen drehen. Ja. Erstaunlich gut. Ups. Das hätte ich nicht gedacht. Hätten wir von Anfang an nehmen sollen. Ups. Ich den mal hier hin. Jetzt hast du Blatt los. Ich das? Aber 1 Milliliter. Ja. Das ist ja quasi nichts. Besser ging es dem nie. Gut, bevor es ging ihm definitiv besser, bevor er reingerollt wurde. Trotz der Sache mit der Herz. Die Steuerung ist etwas ja, ungewohnt, Edi. Tut mir leid, Sie haben einen Herzfehler. Ich Werde ich wollte. daran sterben? Nein, Sie werden nicht daran sterben. Ich glaube, wir brauchen nochmal den Hammer. Irgendwas, um die Lunge daraus zu popeln. Raushebeln. Worauf kommen wir? Gibt es hier kein Brecheisen? Oh. Ah, meine Uhr! Na, er verliert viel Blut. Vier. Vier geht doch noch. Du klingst auch nicht gesund. Du solltest auch in den OP. Du kommst als Nächster auf den OP-Tisch. Ich habe eine Lunge, das ist das Problem, eindeutig. Und zu viel Blut. Da muss man doch was machen. Gibt's da nicht auch was von Ratio fahren? Kommt drauf Willst du an. nicht Hast du einen verbrauchen? eineiigen Zwilling? Gib mal eine Lunge auf. Jetzt ist es zu Geht. spät. Halt, dass du die Organe einfach so rausreißen kannst, ohne dass er mehr Blut verliert. Hey, geht doch. So, jetzt versuchen wir das nochmal. Das Ding da in den Becher zu kriegen. Glück. Bestimmt noch irgendwann ein anderes Gefäß, wo wir das aufbewahren können. Die Tasse. Schade. Ja. Säge oder Skalpell? Skalpell ist, glaube ich, besser. Das behauptest du. Ich finde es interessant, wie er die Dinger hält. Ich glaube, so kann ich sogar. Oh! So was ähnliches wie einen gezielten Schnitt durchführen. Jetzt habe ich das Skalpell verhakt. Oh mein Gott. Jupp. Das klappt noch ganz oh, gut, wollte ich sagen. Das klappte nicht gut. Ist noch so ein doofes Rippenstück im Weg. Mir weitergeschnitten. Schlägt noch. Ach, da oben muss ich noch mal ein wenig. Da
Da muss ich noch ein bisschen dran. Jo, ich hab's abgetrennt, ich hab's abgetrennt. Na komm schon, ich muss noch da rauskriegen. Krieg's nicht gefasst. Doch. Aha! Und wir haben sogar noch Zeit. Oh, nicht in die Säge packen. Ups. So. Man muss es wirklich nur reinschmeißen. Wenn das kein Erfolg war. Und total einfach noch dazu. Note D. Ja. D für dominant. Und total super. Direkt weiter. Kidney Transplant. Mal zwei. Ein wichtiger Anruf. Direkt aufgelegt. Nein, meine Uhr. Oh, meine Uhr. Britannia 88, Disc 1. Deep Dungeons of Doom, das will ich jetzt spielen. Was? Ja, Deep Dungeons of Doom. Ah! Dreh die ganzen Disketten um. Naja. Lass uns lieber mal die nächste OP starten. Perform a double kidney transplant. Nichts leichter als das. Wie viele Versuche haben wir jetzt gebraucht? 5 oder 4? Auf jeden Fall deutlich weniger als ich gedacht hätte. Oh, schau mal. Wir erstmal wieder den Hammer. Sehr gut, wir haben einen Hammer. Ein Plan, Neo. Einen grandiosen, genialen Plan. Oh oh. Verdammt. Ist noch so ein Becher. Siehst du schon, wie mein teuflischer Plan funktioniert? Ganz. Meine Uhr haut wieder ab. Ich stelle diese Becher um den Patienten auf, um einen Großteil des Blutes aufzufangen. Dann können wir nachher wieder reinkippen, falls er zu viel verliert. Wäre cool, wenn das funktionieren würde. Warum haben wir einen Löffel im OP? Warte. Jetzt. Da ist noch ein Löffel. Ich werde den jetzt mit diesem Löffel den Darm entfernen. Das ist gar nicht schlecht, um da nachher was rauszulöffeln, wenn ich es einmal weg habe. Guck mal. Dann rumporkeln.
Der hat davon keinen Blutverlust. Da müssen wir uns merken, wenn ich nachher das ein bisschen lose habe. Ups. Ich den hier mal ab. Gehe mal davon aus, dass ich diese Rippen hier nicht mehr brauche, oder? Ups. Nee, ich wüsste nicht wofür. Ups. Irgendjemand schlägt mit dem Hammer in die Niere. Wir machen sowas. Ups. Ups. Nicht, was ich gepackt habe, aber es will nicht raus. Na. Tja, wie schneiden wir das denn am besten? Elektrosäge, Skalpelle, Bohrer. Was sagst du? Du bist mein Assistenzarzt. Du musst sowas wissen. Fleisch, mit einem Bleistift. Spritze raushebeln. Mit einer Spritze. Wir haben zwei Spritzen. Blau. Blau. Blau macht glücklich. Ja. Soll ich ihm die erstmal ins Ohr geben? Oder ins Auge? Bitte ins Auge. Okay, ich versuche sein Auge zu treffen. Vorsicht. Vorsicht. Ganz vorsichtig, das ist Präzisionsarbeit. Er fängt an zu bluten, wenn ich ihm die Spritze gebe. Gut. Der Blutverlust steigt ganz schön, wenn ich ihm diese Spritze gebe. Das ist eine Blutspritze. Jedes Mal 5 Milliliter mehr. Jeden Piekser. Wir können also sagen, dass es eine schlechte Idee war, die blaue Spritze zu nehmen. Wie immer war es nicht gut auf dich zu hören. Und natürlich. Jetzt können wir das auch schnell beenden. Vielleicht, wenn wir ihm noch ins andere Auge geben. Ja, die Spritze ist leer oder was? Doch, geht's wieder. Das hat man davon, wenn man auf dich hört. Nee, also wirklich. Aber kein neuer Rekord. Zu viel vorher rumgeblödelt. Noch ein Versuch. What's the worst that could happen? Ah, Mist. So, jetzt. Behalte zwar eigentlich die ganze Zeit die Finger auf den richtigen Tasten, aber es dauert trotzdem nicht lange und dann bin ich wieder auf WASD-Kralle zurück. Und wundere mich dann, warum man nicht mehr richtig zugreift. Ah, schau dir das an. Ein Profi mit dem Hammer umgeht. Ups. Oh. Ja, wenn ich das jetzt nicht noch einmal da drüber gezogen hätte.
Ja, das mit den Spritzen ist nicht so eine dolle Idee. Ich nehme mal alle von diesen. Nein, anscheinend nehme ich mir doch diesen Löffel. Zumindest die restlichen Rippenteile auslöffeln. Irgendwas am Besteck müssen wir ja im Patienten vergessen. Das kleinste Skalpell, was ich finden konnte. Okay, da war schon mal die richtige Stelle, um einen Schnitt anzusetzen. Gesehen, dass er die ganze Zeit blutet, schaffe ich es nicht, hier irgendwas zu schneiden. Darf ich Ihnen eine Erfrischung anbieten? Zu anderen Mitteln greifen hier. Den Darm nicht durchgeschnitten. Hilfe, Neo. Du hast gesehen, dass er Selbstmord begehen wollte. Er hat sich das Ding selbst in den Brustkorb gerammt. Ja, auf dem OP-Tisch. Auf dem OP-Tisch. Da muss mal jemand den Anästhesisten feuern. Warte, das mit dem Anästhesisten, da kann ich nachhelfen. Schlimm, wenn er seinen Job nicht richtig macht. So, jetzt wacht der Patient nicht mehr auf. Gib ihm noch eine Spritze ins Auge. Ein bisschen Morphium. Dann geht es ihm viel besser. Guck mal, was ich da rechts entdeckt habe. Was auch immer es ist, ich will es benutzen. Okay. Also, Versuch Nummer 3. Wie kriege ich diesen Darm vernünftig durch? Keine Ahnung. Du bist mein Assistenzarzt. Der hat aber noch weniger Ahnung als du.
Immerhin hast du nicht eine schwere einseitige Lähmung, kannst du deinen linken Arm bewegen. Er ist aber leider völlig taub. Ich bin schon wieder auf WASD umgestiegen. Das ist ja geil. Ui. Cool. Alles weglasern. Also da habe ich schon mal eine Stelle, wo ich schneiden muss, gefunden, aber der Rest, naja. Da ist durch. Ja, Tatsache. Ah, da unten ist die nächste. Oh, ich hab's aufgefangen. Muss ich, warte mal. Ich will's ausprobieren. Oh. Geht eigentlich, ne? Oh. Ah, Laser ein bisschen auf den Ersatzorgan rum, aber. Immer noch fest. Weiß nicht so recht, wo ich noch schneiden muss. Vorschläge? Nope. Kannst du es nicht schon rausnehmen? Irgendwie? Meine Ruhe verschwindet wieder. Denke, das ist gut, wenn wir das da so baumeln lassen, ne? Okay. Was? Das war's schon? 2,48, das ist, glaube ich, neuer Rekord. Hast du auf den Blutverlust geachtet? Ich nämlich nicht. Der Laser ist böse. Ah, Mist. Ist das das von eben? Double Kidney? Was eben auch? Double Das. Kidney. Ja. Das ist schon der vierte oder fünfte Versuch, passt du nicht auf. Was? Mit sowas muss ich arbeiten. Oh, das bruchsicheres Glas. Nein, Hilfe! Ah. So rum. So rum gehört's. Schöne ist, da kommen noch Rippen. Ja. Und jetzt noch, es ist eine weniger. Zwei. Der Hammer steckt fest. Ah. Der kann. Ah, okay. Du hast ihm einen Gefallen getan. Wenn er wieder aufwacht, kann er sich selbst den Schritt lecken. Und deswegen führen wir diese OP also durch. Wir haben die Technik, um ihn besser zu machen. Ah! What the fuck? Warte, in ein paar Sekunden kommt es auch bei dir an. Hast du es schon gesehen? Ja, du hängst fest. Ja, wie auch der.
Ein MyPad. Schon wieder die Uhr. Ich dachte, da ist ein Schnappverschluss. Deswegen vergessen Ärzte so oft die Uhren in den Patienten, weil die einfach abfliegen irgendwann. Ja. Ach, da ist noch ein Stift. Sehr gut. So. Jetzt werde ich mich ganz vergessen haben. Ihn anmalen? Nein, wir müssen noch schnell eine Unterlassungserklärung unterschreiben. Dass er das Krankenhaus nicht verklagt. So. Das muss reichen als Unterschrift. Unsere Anwälte werden daraus schon irgendwie was machen. Ich kann mir so das Programmierteam von dem Spiel vorstellen. Was muss unsere Engine können? Wir müssen malen können auf Zeichenblöcken. Ja! Und darum bauen wir unsere Engine auf. Jetzt zu jeder Operation. Guck mal, ob in der Tablettenbox Tabletten drin sind. Kaltgetränk. Tablettenbox. Zumindest im Hauptmenü ja. Wenn ja, kipp mal ein paar rein. Ist leer. Ja, dass du nicht nur den Daumen darüber hast. Oh, die Budget, ja, die Budgetkürzung. Ja, sie lassen mich nicht arbeiten. Ja. Schau dir das bitte an. Sag mir, was mit der Säge passiert ist. Du hast die weggeschnipst. Ja. Guck dir meine Hand an. Was ich für einen schlimmen Ausschlag habe. Guck mal. Ich hoffe, das ist behandelbar. Sollte sich mal einen Arzt angucken. Echter Arzt. Vor allem diese Wurstfinger sind toll. Name hat Wurstfinger. Nimm mal den Laser. Den Laser hatte ich... Wow! Was? Die Nadel steckt in meinem Daumen. Ey, das ist der... Das muss Morphium sein. Das ist der Effekt, den du... Das ist der Effekt, den man auch in Arme hat, wenn man sich Morphium zu viel gibt. Hast du auch Blutverlust jetzt? Kann ich Post-Processing ausmachen? Nein. Ey, guck mal, ich hab ihm die Nadel ins Auge fallen lassen. Der Blutverlust hat aufgehört. Man braucht also nur ein bisschen Morphium. Welche Farbe war das von der? Das war die... Naja, grüne. Meinst du, das hört auf, wenn ich in die andere packe? Ja. Versuch es, das wird. So, ich versuche meine Wurstfinger in die andere Nadel zu packen, aber das ist doch ein Löffel im Weg. Okay, ich hab den Löffel und die Nadel. Du meinst, das sind zwei Löffel im Weg. Ja, ein grüner und ein lilaner. Ja, setz mal eine 3D-Brille auf. Ah, oh, cool. Ich hab reingefasst. Das ist ja cool. Alles wird gut. Alles wird gut. So, und für jede OP? Ah! Die Nadel da, die müssen wir uns merken. Doktor, haben Sie sich das Morphium gerade selbst gespritzt? Nein! Gute Mr. Simpson, immer noch morphiumabhängig. So, wir wussten schon mal zwei Stellen, wo wir schneiden müssen. Da ist die eine. Yep. Hast du den sauberen Schnitt gesehen? Ohne Blutverlust. Wir werden immer besser. Und wo war nochmal der zweite? Rechts unten. Da so, ne? Warte. Ja, glaube ich. Ups. Das hat gerade besser funktioniert. Ah, ja, durchtrennt. Skalpell mal hier eben zur Seite. Er verliert wieder was. So, jetzt. Und hol die Spritze. Hol schnell die Spritze. Sagen wir so, es hat funktioniert, es ist nur irgendwie in seinem Kragen verschwunden. Ach, die kriegen wir nachher wieder raus. Wir hauen einfach mal hier in diese ungefähre Bereich mit dem Hammer gleich, ne? Meinst du bei echten OPs, wenn sie deine Niere austauschen wollen, nehmen sie auch deinen gesamten Darm einmal raus? Ich glaube auch. Siehst du, das ist ja noch fest.
Meinst du, es ist noch fest wegen dem Stück Rippe da rechts, oder? Nee. Brücke mal am unteren Ding, bist du erst da, ja. Muss auf jeden Fall erstmal hier vom Dickdarm noch irgendwo einen zweiten Schnitt machen. Wir müssen hier einfach mal einen Schnitt machen. Das sieht schmerzhaft aus. Ja, das ist knapp. Ich leg das mal wieder weg. Das war vorhin eine schlechte Idee. Hat der gerade mehr Blut bekommen? Nö. Guck mal, der verliert trotzdem was. Es ist nur null, unter 0. Er verliert irgendwas mit Komma... Weiß ich nicht was. Ah, verdammt. So, jetzt bin ich auch wieder auf den richtigen Tasten. Eigentlich ist das jetzt eine ziemlich stabile Position, aber... Der ist... Warte mal, ich hätte hier rechts das andere Ding hingepackt. So. Irgendwo hier muss man doch noch mal schneiden können. Das schon mal nicht. Würde ich behaupten. Mit dem Dickdarm hier irgendwas in den Weg kriegen. Jetzt blutet er wieder. Wir haben keine Spritze mehr. Wir haben noch die andere Spritze. Halt, die andere Spritze sorgte dafür, dass er mehr Blut verliert. Dumm, ob du nicht vielleicht irgendwo an seinem Hals die Spritze findest. Nee, die ist hier. Die ist ihm quasi in den Kragen gerutscht. Wenn ich seinen Kopf hin und her schlage, dreht er vielleicht unten irgendwo in die Nadel. Hand richtig drehen, damit es so eine Ohrfeige aussieht. Quatsch. 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 Jetzt fehlt der zweite. Jetzt fehlt irgendwie die zweite Hand für die Bud Spencer Doppelkelle. Aber ich kann ihn mit der Faust da oben einen auf den Kopf hauen. Quatsch. Bong. Bong. Ich glaube, ich werde heute Nacht nicht gut schlafen. Das konnte Bud Spencer auch. Warum steht, dass du bald eine OP anstehen? Nee, aber ich glaube, ich werde auch nie wieder eine machen. Was ist das hier? Sieht ja lustig aus. Guck mal, damit können wir da reinpopeln. Oh! Warum haben wir das nicht schon eher gemacht? Wollt ihr nicht? Hier. Wenn sie nicht alles schaffen, kann die Schwester ein Dogbag fertig machen, dass sie das mit nach Hause nehmen können. Das ist das Ding aus Elchen. Wir haben ihm das Leben gerettet. Brauchen wir nur wieder ein Skalpell? Hier ist das treue Skalpell. Ups. Das muss so aussehen. Damit wird es nicht gut gepackt. Ich sehe nicht, wo ich schneide. Es steckt fest. Ich muss es nochmal greifen. So fasst man ein Skalpell in Proben. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber der Darm hat sich gerade gelöst. Das hat einen Ragdoll-Darm. Ja. So. Halskette! Ja! Wir dekorieren ihn da oben mal weiter.
So, kommen wir zurück zum Skalpell. Als dein Assistent muss ich dir sagen, du hast nicht mehr viel Zeit. Oh, da hätten wir mal das blöde Ding nicht verlegt, ne? Mhm. Ich weiß nicht, was ich da reinschneide, aber... Du musst vielleicht mal weiter unten. Bevor wir gleich verlieren, musst du gleich mal nachschauen, wie die Transplantat... Nieren aussehen. Wenn die nämlich auch dieses grüne Geäst haben, dann... Nö, so sehen sie aus. Aber guck mal, die ist doch schon lose da, oder? Nö. Hm. Ist das Ding hier war gut. Es war so lang, damit kommt man gut drin rumporkeln. Müsste es nur irgendwie vernünftig in die Hand kriegen. Lassen wir es mal da fallen. Oh oh, oh oh. Schnips. Ja. So. Genau so muss man das halten. Oh oh. Ich glaube, das ist das, was ich am meisten sage. Oh oh. Und ups. Genau das, was man von seinem Doc hören möchte, ne? Nein. Wir kommen Schritt für Schritt voran, also. Wollen wir eine Runde Arma spielen? Können wir machen. Wollen wir nochmal versuchen, jetzt wo wir so langsam wissen, wie man was machen muss? Ich meine, wenn uns nicht die Patienten ausgehen, bei irgendeinem muss es ja funktionieren. Also. So. Und diesmal die grüne Spritze nicht verlieren. Gut, wir hammern dann erstmal die Rippen weg. Genau. Er muss sich das ganze Elend nicht mit ansehen. Also die Rippen können wir eigentlich drin lassen, oder? Hm. Mal dein Schneidwerk. Eigentlich schon, ne? Aber... Ja, jetzt habe ich gerade den Hammer gefasst. Wir haben noch gar keinen Stop-Hammer-Time-Witz gemacht. Bin enttäuscht von dir. Doc-Hammer-Time? Genau. Hast du das gesehen? Ich sollte Golfer werden. Ich bin Arzt, bin wahrscheinlich eh Golfer, oder? Ja. So. Oh. Ja, ein sauberer Schnitt. Ups. Nur nicht da, wo ich schneiden wollte. Aber sehr sauber. Das letzte Mal habe ich da so drum rumgepopelt. Könntest du das Ding auch mit Frucht reinwerfen und gucken, was es kaputt macht? Gib mir mal die grüne Spritze. Verdammt. Ja. So, ich versuche nicht reinzufassen. Versuch sie auch nicht zu verlieren. Klammer sie mit aller Macht. Pieks. Oh. Wieder ein Zauber. Perfekt. Nochmal. Ja! Und wieder perfekt abgelegt. So. Machen wir weiter. Upsi. 1827. Durch. So das obere Teil noch irgendwie ein bisschen durchschneiden. Ah, ich hab's wieder getroffen. Weiß nicht, was es war, aber ich hab's getroffen.
Ah, da oben, ich seh's, da oben hängt das, hängt am Magen. Magen? Ja, oben am Magen hängt das fest, da musst du durchschneiden. Ah, ja, ich seh's auch, klar. Macht doch irgendwie Sinn. Wir müssen uns die Stelle merken für eine nächste, für die nächsten OPs. Als wir mal den Magen rausnehmen wollen. Wie hab ich denn vorhin den Darm hier losgekriegt? Der ist plötzlich abgefallen, als ich irgendwas anderes rausgepopelt habe. Da war ich aber nicht. Der ist halt drin, der fällt sich irgendwann raus, wenn du den. Unten den Dings. Meinst du, ich muss den Magen rausnehmen? Nee. Da oben noch einen gezielten Schnitt? Hol dir lieber das eine Ding und schneid die Kidneys da raus. Ich nehm noch meine Spritze. Ins Ohr. Komm schon. Pieks. Nur eine kleine Impfung gegen Blutverlust. Warum kriegt der nicht präventiv sowas? Weil es so langweilig wäre. Doc, wir haben schon alles Blut auslaufen lassen. Sie können jetzt unbesorgt operieren. Also, danach filmen wir alles wieder rein. Du müsstest das jetzt hier auch gut sehen können. Was meinst du? Wo soll ich schneiden? Direkt oben, wo die hellen Pömpel dran sind. Die gelben. Genau. Mit der Knochensäge hier. Ich hätte jetzt gesagt mit diesem. Ja, mit dem Ding. Ach, das hier. Nee, ja. Ich glaube, es ist zu zeitverzögert. Können gleich mal gucken, wenn ich die Quali irgendwie runterdrehe oder so, ob das dann für dich. Ich glaube nicht. Besser wird. So wie ich es jetzt gegriffen habe, komme ich da nicht gut rein. Da. Ich glaube, so muss man dieses Ding benutzen. Da schneidet nix. Raus. Da, guck. Magen abgetrennt. Ist viel besser. Geben wir ihm schnell noch eine Spritze. Ohne in die Nadel zu fassen. Ist noch besser da drin. Pieks in die Schläfe. Bald bist du qualifiziert, echte Operationen durchzuführen. Ich überleg, wo ich die Spritze gerade mal hintue, wo ich nachher gut drankomme. Lass sie doch stecken. Stecken lassen, nur noch oben einmal draufhauen. Ach, und warte. Doktor, ist die Operation gut verlaufen? Ja, und wenn Sie in Zukunft mal bluten, müssen Sie sich einfach nur hier ungefähr in die Magengrube schlagen. Das von selbst auf. So. Ich bin dafür, dass wir sie damit sogar auch noch entfernen. Ich finde, man bräuchte einen Multiplayer, sodass wir zu zweit daran ziehen können. Ja. Jeder spielt einen Arm. Das wäre geil. Guck mal, ich habe einen Doc mit den längsten und unabhängigsten Armen der Welt. Ah, Mist. Mein Kombi-Werkzeug ist zu sperrig. Nein! Dover Hammer. Jetzt ist es weg. Verdammt. Gute Werkzeug ist weg. Wir haben ja noch die Schere. Wir haben noch eine Knochensäge. Die Schere sieht gut aus. Eigentlich läuft das so gut, aber ich hätte Lust jetzt zu versuchen, das mit der Säge rauszuhebeln. Ich lege die mal hier an der Seite hin. Wir haben ja noch einen ganzen Satz von Skalpellen. Na komm. Da hätten sich die Schwestern. Wie viele Skalpelle braucht der Doktor für diese Operation? Also normalerweise eins, aber wir legen vorsichtshalber 10 hin. Im Grunde eins, aber er lässt immer so viele unter den Fallen und im Patienten. Ah, guck mal, da muss ich schneiden. Aber eigentlich muss ich das Ding nur noch einmal schief angucken. So. Alles raus, was keine Miete zahlt. Ah, jetzt hat er seinen Schal. Frieden.
So, das schlägt immer ganz schön auf den Magen. Tja. Süß, mit seinem Magen wieder vereint. Nein, meine Uhr! Meine Uhr! Verdammt. Was? Guck mal, jetzt haben wir freie Warum ist hier Sicht. nicht reingefallen? Was? Das Grüne. Ja, das Grüne müssen wir bestimmt auch durchschneiden. Da dran. Komm schon raus da. Wollten wir die? Da hatten wir die Das Spitze Grüne hin. ist sicher ein Parasit oder so. Finde das super, wie ich die Spritze gepackt habe, so mit der Du Faust. musst mal schauen, ob wenn du ihn in seinen Magen stichst, ob er das ob's denn auch was bringt. Okay, beim nächsten Mal, wenn er wieder Blut verliert. So. Dann gucken wir doch mal. Also, wir müssen ja schon ziemlich eindeutig die gelben Dinger da entfernen. Die Ja, hatten wir auch vorhin schon ab. Guck mal, ja, einen hatten wir ab. da wo die dran sind. Aber ich hab die Niere trotzdem nicht zum Aber jetzt haben wir Gegriffen Platz. gekriegt. Jetzt haben wir Platz. Und haben wir noch ein anderes Skalpell. Ich möchte wieder ein anderes Skalpell benutzen. So, hier. Nennen wir das mit der breiten Klinge, das Breitschwert, rechts unten. Du sagst das so, als könnte ich das gezielt greifen. Hey, es hat sogar funktioniert. Tja, so kannst du. Das sieht sogar gut aus. So könnte das was werden. Ja, oder? Ja, abgetrennt. Nur noch mal andersrum. So circa. Ups. Ups. Noch ein Ups. Ah, steckt wieder fest. Hilfe, komm raus. Ah, so. Alles gut, alles gut. Auch Über. abgetrennt. Ich hat zumindest Dann die gewackelt. Spritze. Ja. Oh, jetzt hätte ich fast in die Nadel gepackt. Komm schon, ich brauche die Spritze. Diese Spritze! Immer ist im Weg. Nee, da brauchst du eine Ah, Spritze. Drogen! So, jetzt. Wie hast du das geschafft? Hast du gar nicht dran gefasst? Ich weiß es doch nicht. Anscheinend habe ich wohl reingefasst. Nee, geht nicht. Okay. Dann leg mal die andere Spritze. Guck jetzt erstmal, ob ich die Dinger da schon rauskriege. Ihm geht's ja Muss dem gut. Patienten nach dem Aufwachen sagen, ihr seid jetzt Blutsbrüder. Außerdem haben sie AIDS. Glaube nicht, dass ich die gelöst habe, oder? Sah nur so aus. Drogen! Ich muss mal eben die an der Spritze packen. Da ist sie. Wo ist die Nadel? Wo ist die Nadel? Da war die Nadel. Alles viel besser. Ah, guck. Doch lose. Ja, weg damit. Die sind ein klein bisschen dunkler. Und kleiner. Sind auf jeden Fall die richtige Farbe jetzt für Kidneybohnen. Jetzt bewahren wir uns fürs Mittagessen. Das bewahren wir uns also fürs Mittagessen. Dann machen wir eine schöne Suppe. Finde ich auch. Sind gut Tipps. So. So werden die also gemacht. Die bewegt sich. Ich versuche einfach mal die anderen jetzt reinzuschmeißen. Wir haben jetzt drei. Musst Aber aufpassen, dass du. das ist Aber sogar wenn die. gut getroffen.
Ich habe das Gefühl, das geht schief, wenn ich da jetzt bei der anderen auch noch. So, Schwester, alle Organe sind raus, die dir rein sollen, sind drin. Der Rest ist ihre Sache. Viel Spaß. Nimm nochmal das Breitschwert. Nee, nichts. Jetzt ist es definitiv lose. Ja, das sieht doch gut aus. Nicht reinlassen. Nix. Doktor, Doktor, warum bin ich blind? Damit sie nicht verbluten. Ist ja die Wahl. Entweder ich gebe ihnen diese Spritze oder sie verbluten. Haben die mir die Spritze ins Auge gerammt? Ah, gerammt würde ich jetzt nicht sagen. Ah, ich krieg's nicht zu Eher fassen. gesteckt. Dafür bräuchte man echt so einen Ausschaber oder sowas. Wir hatten so einen prima Ausschaber, aber. Ah, ich habe eine Idee. Mit der Rift stelle ich mir das Spiel lustig vor. Ja, ich denke mal in 3D ist das gar nicht verkehrt, weil du dann ein bisschen besser abschätzen kannst, wo du gerade bist mit deinen Anteilen. So, jetzt habe ich es, glaube ich, in der richtigen. Ah, siehst du? So, jetzt haben wir was zum Popel. Drum arbeiten. Ich habe das immer noch nicht richtig gedreht. Ups. Du kriegst keine Handschuhe. Bitte dich. Hat man noch, mit Handschuhen hat man noch gar nicht das richtige Feingefühl in den Fingern, das ich hier eindeutig an den Tag lege. Ist sie wieder fest oder was? Die war doch gerade schon lose. Ah. Ah, siehst du. Ausgepopelt. Was? Was? Du musst nur so lange mit dem Hammerstiel dann drauf einschlagen, bis die Physik anfängt rumzuglitschen und das Ding im hohen Bogen rausfliegt. Oh. Ja, so funktioniert das bei echten OPs auch. Ja, wo wir gerade bei Physik glitschen und glitschen sind. Komm schon. Raus mit dir. Was, sage ich. Das Gefühl, da vorne könnte ich sie zu fassen kriegen. Ja, siehst du. So. Radiowecker. Das kein durchschlagender Erfolg war, dann weiß ich auch nicht. Plöpp. Verdammt. Wir sind noch da in diese. Na los. Bisschen nach vorne reinschubsen. Got to be Kidney. Ja, erfolgreich. Tja, dann haben wir das Spiel auf Herz und Nieren geprüft. Das nächstes kommt die Hirntransplantation. Wollen wir die jetzt auch noch machen oder erst machen? Nee, lass es Okay. mal später machen. Dann jetzt erstmal Armer. Und später geht's weiter. Ambulance. Experimental. Neo. Guckst du noch zu? Was? Guckst du noch zu? Hi. Experimental, Razor Hydras und Oculus Rift Support.
Ja, das klingt nach einem Spaß. Shut up and take my money. Naja, dann.